Herzlich willkommen zur Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute mit dem Thema Objekte. Schauen wir uns mal ein einfaches Beispiel an. Stellen wir uns mal vor, wir sollten ein Programm schreiben, das jetzt vom User eine Menge von Studentendaten abfragt, also hier jetzt als Beispiel Vor- und Nachname, und die dann sortiert, also nach Nachname geordnet, wieder ausgibt. Wenn wir uns das jetzt mal mit unseren bisher gelernten Mitteln anschauen wollten, dann könnten wir Folgendes machen. Sagen wir einfach, na, wir machen ein Array mit, ja, schreiben wir mal hinten, Nachnamen, ja, und ein Array mit Vornamen. Ja. Da schreiben wir mal hin, Müller, Otto, Hansen, Knut und so weiter. Ja. Der Meier, Sepp. So, dann könnte man ja sagen, okay, jedes Mal, wenn ich was abfrage, dann schreibe ich hier den Nachnamen rein und hier schreibe ich den Vornamen rein. Dann wird alles gut. So, wenn ich jetzt anfangen würde, dieses Feld hier zu sortieren, indem ich jetzt einfach hier, ja, müsste ich ja irgendwie die Reihenfolgen vertauschen, haben wir gesehen, dass man das so macht, dann müsste ich hier jedes Mal hier irgendwie die mit vertauschen, die Reihenfolgen, ja, und einfach dafür sorgen, dass irgendwie diese Einträge hier zusammenbleiben. Gut, das ist natürlich etwas umständlich. Deshalb wäre es ja geschickter, wenn man es irgendwie schaffen könnte, das hier zusammenzufassen. Und das hier zusammenzufassen und das hier zusammenzufassen. Genau das können wir mit Objekten tun. Wir können auch mehr mit Objekten tun, aber das können wir auch damit tun. Also man bräuchte eigentlich eine Datenstruktur, in der man mehrere einfache Typen zusammenfassen kann. In unserem Beispiel Vor- und Nachname jeweils ein einfacher Typ, nämlich eine Zeichenkette. Das könnte man sich noch vorstellen, wenn das jetzt ein Student ist, dann könnte ich noch mir die Jahreszahl der Einschreibung merken oder die Matrikelnummer, also auch andere Typen, ne? Jahreszahl der Einschreibung wäre ja ein Integer oder solche Dinge. Das wäre ja eine gute Idee und genau das macht die Objektorientierung. Ne? Die Objektorientierung ist nämlich ein Ansatz zur Softwareentwicklung und da werden jetzt die Softwareprogramme in Beschreibungen von Objekten und deren Verhalten gegliedert. Ne? Das Ganze versucht man in Anlehnung an die Objekte der realen Welt zu machen und dann findet man sich auch relativ leicht drin zurecht. Das Ganze ist umgesetzt in Analyse- und Modellierungsmethoden und in Programmiersprachen. Das heißt, es gibt also Sprachmittel in Java, mit denen man das umsetzt. Es gibt aber auch Modellierungsmethoden und Modellierungsmittel, wie man das darstellt. So, und dazu braucht man ein Datenmodell. Ein Datenmodell gibt die Struktur vor, in der der Computer oder der Rechner später die Daten ablegt. Also wenn ich sage, ein Student hat einen Vornamen und einen Nachnamen, dann sage ich also jedes Mal, wenn ich einen Student ablege, brauche ich zwei Zeichenketten, eine mit dem Vornamen, eine mit dem Nachnamen. So, und um dahin zu kommen, wie dieses Datenmodell aussieht, ja, den Vorgang, den nennt man Datenmodellierung und der ist entsprechend anwendungsspezifisch. Ja, da beschreibt man ja das, was man in der realen Welt für ein Problem hat, beschreibt man dann formal. Ja, ich habe es hier hingeschrieben, mittels formalisierter, computerverarbeiteter, verarbeitbarer Beschreibungsmethoden und Sprachen. Na, das heißt also, ähnlich wie bei dem Beschreiben vom Algorithmus, machen wir das nicht einfach in Prosa, wo wir sagen, wir haben hier einen Studenten und der hat halt einen Vor- und einen Nachnamen, sondern wir sagen sehr speziell, es gibt Studenten, die haben immer Vor- und Nachnamen und der Vorname ist eine Zeichenkette und der Nachname ist eine Zeichenkette. So, und wie Sie sehen, diese Datenmodellierung, das scheint ja ein Vorgang zu sein, ist es auch, und das ist nämlich der Vorgang, wo man versucht, die Anwendungsdomäne, also sprich das, wo die Software später drin laufen soll, in dieses Computermodell zu übertragen. Und da gibt es dann mehrere Rollen und auch mehrere Vorgänge. Das erste ist die objektorientierte Analyse. Da versucht man oder man analysiert erstmal die Anforderungen, die an das Softwaresystem gestellt werden. Dann kommt die objektorientierte Modellierung.
Na, da stellt man dann schon mal fest, welche Bausteine man braucht, welche tatsächlichen Objekte zur Laufzeit vorhanden sein müssen und wie die im Wesentlichen funktionieren. Na, also so eine Interaktion, was die Objekte miteinander tun können. Und dann folgt die objektorientierte Programmierung. Da wird dann tatsächlich Quelltext erzeugt, also sprich programmiert. Und hinten raus aus der Programmierung kommt dann ein lauffähiges Computerprogramm. Also nochmal zu den Begriffen. Bei der Analyse wird erstmal festgelegt, was überhaupt beschrieben werden soll, beziehungsweise was überhaupt das System leisten soll. Und bei der Modellierung legen wir dann fest, wie es das tut. Ja? Also wie konkret das ausdetailliert wird. So, jetzt haben Sie mal kurz einen Überblick gewonnen. Jetzt schauen wir uns das nochmal ganz konkret an. Also, was ist ein Objekt? Ja, Objekt ist ja alles, was wir so um uns rum sehen. Das kann aber auch ein Konzept sein, zum Beispiel ein Vertrag. Ja, ist ja kein Objekt in dem Sinne, dass Sie den anfassen können. Na gut, auf Papier schon, aber das gedachte Konstrukt. Und das hat in der normalen Welt Eigenschaften und Verhaltensweisen. Ich habe jetzt mal hier den Porsche 911 aufgeschrieben, der hat eine Farbe, die ist rot, der hat einen Kilometerstand, der hat einen Preis, der hat eine Geschwindigkeit, der bewegt sich gerade nicht. Ja, und er hat Verhaltensweisen, ne? Wenn Sie da rechts auf das Pedal drücken, dann beschleunigt er, wenn Sie auf das Pedal in der Mitte drücken, dann bremst er, ne? Den können Sie an- und ausmachen. Also das sind alles Verhaltensweisen, die dieses Objekt in der realen Welt hat. So, und dieses Objekt wollen wir abstrahieren zu einem Softwareobjekt. Na, also ganz wichtig, ein Softwareobjekt ist natürlich immer nur eine Abstraktion der realen Welt. Das haben Sie eben ja an dem Beispiel mit dem Studenten schon gesehen. Der hatte ja in unserem Beispiel genau zwei Eigenschaften, nämlich einen Vor- und Nachnamen. Das reicht, ist natürlich nicht der ganze, das ganze reale Objekt abgebildet, aber zumindest mal die Aspekte bilden wir ab, die wir für die Lösung unseres Anwendungsproblems brauchen. Gut, das hat Eigenschaften. Dieses Softwareobjekt, genau wie das reale, die nennen wir Attribute. Die sehen Sie hier auf der linken Seite. Hier. Ja, die sind in diesem oberen Kasten drin. Das ist jetzt unser Objekt. Und da gibt es hier mehrere Attribute. Da gibt es eine Bezeichnung, da steht Porsche 911 drin, da gibt es eine Farbe, da steht Rot drin, da gibt es einen Kilometerstand und so weiter. Ja, und das Ganze hat natürlich Verhaltensweisen. Ja, die haben wir hier oben in dem Bereich gesehen. Und die sind hier in dem Softwareobjekt über Beschleunigen, Bremsen, Starten. Sie sehen, da sind schon so Klammern dran. Das sind nämlich nachher unsere Methoden. Ja, und im Prinzip kann man jetzt hier sehen, dass Beschleunigen offensichtlich eine Richtung hat. Also Bremsen und Beschleunigen ist ja das Gleiche. Ja, ein Vorzeichen ist anders. Gut, und das Ganze, also dieses ganze Softwareobjekt, hat eine definierte Schnittstelle zum Zugriff auf diese Attribute und Methoden. Sie sehen es hier vorne. Da sind so Plus und so Minusse, ja, ist klar. Also den Einkaufspreis, den möchte ich nicht, dass den von außen jemand sieht. Den Preis, den darf man von außen schon sehen. Na, genauso möchte ich vielleicht nicht, dass ich diese Beschleunigungsfunktion von außen benutzen kann, sondern ich soll Bremsen und Beschleunigen benutzen. Ja? Und das sind dann die sogenannten öffentlichen Methoden. Und das, was Sie hier vorne sehen, ist die Schnittstelle des Objektes. Gucken wir uns nochmal an, wie so ein Softwareobjekt dann später in unserem Programm lebt. Also das Ganze hat einen Lebenszyklus, das heißt, es fängt irgendwann an zu leben und es hört irgendwann auf zu existieren. Ja, bei der Instanzierung fängt es an zu leben und dafür, um das zu instanzieren, brauchen wir erstmal eine Beschreibung, eine Deklaration. Und Sie sehen, jetzt hat dieser Kasten hat keine abgerundeten Ecken. Das ist jetzt erstmal die Deklaration. Den nennen wir Objekttyp, da steht dann oben ein Typname drin und dann stehen da die öffentlichen Attribute und privaten Attribute drin und die öffentlichen Methoden und die privaten Methoden. So, auch wieder, wie eben gezeigt, hier wird schon die Schnittstelle beschrieben, das heißt also jedes Objekt, was nachher nach dieser Deklaration erzeugt wird, hat die gleichen Attribute und die gleichen Methoden und auch öffentlich und privat sind gleich. Gut, und diese Deklaration ist im Prinzip wie ein Stempel, ne, wie so ein Eingangsstempel, wo Sie dann auch Eintragungen reinmachen können. Da sind also die Kästchen vorgegeben, wo man Daten eintragen kann. Und zum Zeitpunkt der Instanzierung wird dann einfach ein Objekt erzeugt. Sie sehen, die Objekte selbst haben dann wieder
in dieser Darstellung runde, also abgerundete Ecken. Die selbst nennen wir dann Instanz. Ne? Das heißt, Sie haben also einen Objekttyp. Und wenn Sie dann sagen, ich möchte jetzt mal ein Objekt von diesem Typ haben, dann bekommen Sie eine Objektinstanz. So, dann lebt das vor sich hin. Dann können andere Objekte, können dann in ihren Methoden auf die Attribute und Methoden dieses Typs, dieses Objekttyps zugreifen. Also hier, das Objekt hat ja entsprechend die Attribute, die hier oben beschrieben wurden. Und da kann man eben von außen drauf zugreifen. Das Ganze nennt man Kapselung. Das heißt, ich kann hier nur auf die Elemente zugreifen, die auch öffentlich sind. Vorteil ist, dann kann ich die nachher austauschen, kann sagen, ich möchte gerne hier eine andere Implementierung haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Drucker. Der eine funktioniert ganz anders als der andere. Aber Sie definieren eben gemeinsame Methoden, um zum Beispiel einen Buchstaben zu drucken. Dann kann jedes Programm diesen Drucker verwenden. Das führt dann eben zu einer gewissen Austauschbarkeit der einzelnen Objekte. So, nach dem Schnellstart in der Theorie, jetzt vielleicht mal ein Beispiel, wo man das dran sehen kann. Also nehmen wir mal an, wir wollen das Objekt Bruch beschreiben. Ja, dann brauchen wir ja erstmal ein Datenmodell, also sprich in unserem Fall einen Objekttyp, der beschreibt, wie so ein Bruch aussieht. Die Objekttypen sind ja diese eckigen Kästen. Also sieht ja so aus. In dem obersten Kasten steht der Name von dem Typ drin. In unserem Fall Bruch. Dann in dem nächsten Kasten hier, da würden ja die Eigenschaften drin stehen. Gut, das ist jetzt bei einem Bruch relativ übersichtlich. Oben steht eine natürliche Zahl, unten steht eine natürliche Zahl, beziehungsweise oben steht eine Ganzzahl, unten steht eine Ganzzahl. Also wenn wir mal oben ist der Zähler. Und der ist vom Typ Integer. Na, unten steht der Nenner. Und der ist auch vom Typ Integer. Ja, ich meine, die können ja auch beide negativ sein. Ja, also minus ein Drittel oder so. Gut, das sind eigentlich schon im Wesentlichen alle Eigenschaften, die so einen Bruch beschreiben. Ne? Mehr Eigenschaften hat er nicht. Dann können wir also jetzt mal hier einen Strich machen. Und jetzt sagen, okay, was kann man denn mit so einem Bruch machen? Ja, man könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich schreibe eine Funktion, die heißt kürzen. So, diese Funktion, ja, wäre jetzt mal öffentlich, das heißt, von außen kann ich den Bruch kürzen. Zähler und Nenner machen wir auch mal öffentlich, das heißt, man kann von außen sehen, dass bei einem Drittel der Zähler 1 und der Nenner 3 ist. Ja, dann könnte man zum Beispiel so Sachen machen wie addieren. Na, da bräuchte man dann noch einen anderen Bruch. Das schauen wir uns nachher mal an, wie wir den da reinkriegen und so weiter. Ja, oder man zerlegt ihn in die Stammbrüche, Stammbruch, Zerlegung und so weiter. Das wären jetzt die Methoden. So, wenn ich jetzt sage, jetzt möchte ich mal einzelne Instanzen haben, das hatten wir ja schon gesagt, dann müssen wir also die instanziieren. Das wären dann quasi Objekte mit diesen abgerundeten Ecken. Und wenn ich jetzt hier so ein Objekt habe, das ist vom Typ Bruch, steht ja ganz oben drin, Bruch, dann könnte ich sagen, und dieser konkrete Bruch, der hat jetzt einen Zähler von 1 und einen Nenner von 3. Das wäre jetzt, wenn wir mal hier, das wäre jetzt ein Drittel. Wenn wir mal 2/5 instanziieren wollen, dann hätten wir den nächsten Bruch. Das sieht dann so aus. Bruch, ja, das ist ja hier, und dann hat er halt den Zähler 2 und den Nenner 5. Ja. Also, wichtige Unterscheidung, wir haben einmal die Definition, also die Beschreibung des Objekttypes, wie sehen nachher die Objekte aus, quasi der Bauplan. Und dann, wenn wir dann bauen, dann haben wir mehrere Instanzen von diesem Objekttyp. Die nennen wir dann Objekte. Und das sind dann zum Beispiel hier ein Bruch und hier der andere Bruch. So, mal ein zweites Beispiel.
Machen wir mal, oh, das war jetzt zu viel, die Attribute und Methoden eines Objektes Student. Hatten wir eben gesagt, in unserem ersten Beispiel, so ein Student hat einen Namen und einen Vornamen. Machen wir also hier mal unseren Objekttypkasten hin. Nehmen wir mal Student. Na, der hat einen Namen. Das ist eine Zeichenkette. Und ein Vornamen. Das ist auch eine Zeichenkette. Ja, dann hat er vielleicht noch eine Matrikelnummer. Machen wir jetzt auch mal eine Zeichenkette, weil man weiß ja nicht, es gibt ja manchmal so Matrikelnummern, wo dann irgendwie noch ein Buchstaben mit reinkodiert ist oder so. Aber wir könnten zum Beispiel auch das Semester, oder sagen wir mal das Fachsemester abspeichern. Das wäre dann zum Beispiel ein Integer. Ne? So und so viele Fachsemester ist ja immer eine ganze Zahl. Gut, was könnte man mit so einem Studenten machen? Man könnte ihm zum Beispiel eine Nachricht schicken. Schreiben wir mal Send Message. Und da müssen wir uns dann nachher nochmal drüber unterhalten, wie man dann diese Nachricht da reinbekommt. Da mache ich jetzt einfach mal ein paar Punkte dahin. Na gut, das wäre jetzt mal unser Student. Ja, analog dazu könnte man sich jetzt vorstellen, es gibt einen anderen Objekttyp. Das ist der Dozent. Ja, der hat auch wieder einen Namen. Das ist ein String. Und er hat auch einen Vornamen. Ein String. Und der hat vielleicht eine Büronummer. Ja. Wäre dann auch ein String. Ja. P107 oder so. Ja, bei uns sind ja die Hausbuchstaben mit in die Büronummern kodiert. Ja, und der hat vielleicht auch eine Sprechzeit. Ja. Ist auch ein String. Ja. Jeder dritte Samstag im Monat oder so. Und da könnte man jetzt zum Beispiel noch eine Methode dranhängen, dass man sagt, ja, gib mir mal die Skripte von dem, ne? Also Request Skript oder so. Schauen wir uns später nochmal an, wie man diese Methoden genau baut. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir jetzt für jeden Objekttyp einfach mal so ein paar grundlegende Attribute definieren können. So, jetzt haben wir also einzelne Objekttypen beschrieben. Also ein einzelner Bruch, ein einzelner Student und so weiter. Das reicht natürlich nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel darstellen möchte, dass ein Student bei einem bestimmten Dozenten eine bestimmte Vorlesung hört, dann brauchen wir ja noch irgendwelche Beziehungen. Also, bei den Objekttypen hatten wir gesagt, wir können festlegen Attribute. Da brauchen wir immer einen Namen und einen Typ. Also Zeichenkette und Name, Vorname und so weiter. Und als Typen, da kommen jetzt wieder unsere bekannten primitiven Typen zum Einsatz. Also der String, die Fließkommazahl, die Ganzzahl, der logische Wert. Dann könnte das aber auch sein, zum Beispiel Datum oder Bytes. Wenn wir jetzt direkt Binärdaten sind. Es gibt da noch ein paar andere Typen, die je nachdem, was man für eine Modellierungsumgebung hat, zur Verfügung stehen. Aber das sind so die grundsätzlichen, die Sie ja auch schon kennengelernt haben. Gut, also, um jetzt zwischen bestimmten Objekten Beziehungen herstellen zu können, gibt es die sogenannten Relationstypen. Also, da wird quasi modelliert, in welcher Beziehung diese Objekte später von einem bestimmten Typ stehen können. Ja gut, und so eine Relation hat mindestens einen Namen und eine Richtung. Das heißt, es wird angegeben, von wo nach wo. Und sie hat, Sie sehen es, da stehen also Zahlen dran, sogenannte Kardinalitäten. Die Kardinalität gibt an, wie viele Objekte von dem anderen Typ jeweils da angehängt sein können. Das sehen wir gleich in dem Beispiel auch nochmal. Also, das könnten sein, genau ein anderer, keiner oder einer. Ja. Dann könnten es sein beliebig viele, also keiner, 2, 5, 8, irgendwas, oder beliebig viele mindestens einer. Ja, also es muss mindestens einer da sein, es können aber mehrere sein.
Und dann gibt es noch zwei spezielle Fälle, die Aggregation und die Komposition. Und die Aggregation ist im Prinzip ja, die Tatsache, dass kann man darstellen, dass ein Objekt quasi Teil eines anderen ist oder in einem anderen lebt. Stellen Sie sich vor, bei einem Auto, ne, Sie haben ein Objekt Auto, da bauen Sie ein Objekt Motor ein, dann ist dieser Motor natürlich genau in diesem Auto, ne, die gehören irgendwie zusammen. Und dann gibt es natürlich die noch stärkere Bindung, das ist die Komposition, das ist ein Spezialfall. Und da ist es so, dass das Teil ja, gar nicht ohne das Ganze existieren kann. Stellen Sie sich zum Beispiel das Objekt Bohrung vor. Ne, eine Bohrung kann ja nicht ohne den Klotz, in den gebohrt wurde, existieren. Ne? Geht ja nicht. Also da macht es ja gar keinen Sinn, wenn ich ein Objekt, das das Konzept Bohrung darstellen soll, ohne ja, irgendeinen Block habe, in den ich hineingebohrt habe. Ja, also das Loch an sich braucht quasi den Block drumherum. Es gibt noch eine andere Notation für diese Relation. Da gibt man den beiden Enden einen Namen. Ja, dann ist das eine sogenannte Rolle. Dann kann man auch die Richtung weglassen. Ja, muss man nicht, aber kann man. Aber eins brauchen sie. Entweder sie brauchen die Richtung oder die Rollen. Beides weglassen geht nicht. Dann schauen wir uns doch jetzt mal das Beispiel weiter an von eben. Nehmen wir jetzt einen Dozenten und Studenten und da führen wir jetzt mal das Objekt Vorlesung mit ein. Na, also hier ist unser Student, unser Dozent und jetzt machen wir mal hier noch ein Objekt Vorlesung rein. Vorlesung. Ja, jetzt machen wir das mal ganz einfach und sagen einfach, die Vorlesung hat bei uns jetzt einfach nur mal einen Namen als Eigenschaft. Denn das geht ja jetzt nicht primär um die Attribute von Vorlesung. Hier unten könnt ihr dann noch irgendwie ein paar Methoden drunter haben. So, und jetzt haben wir festgestellt, Studenten besuchen Vorlesungen. Das heißt, es sollte hier irgendwie die Möglichkeit geben, machen wir das jetzt mal gerichtet, sollte irgendwie die Möglichkeit geben, dass es eine Relation zwischen einem späteren Objekt Student und einem Objekt Vorlesung gibt. Ja, das heißt, die nennen wir jetzt einfach mal Student besucht Vorlesung. So, dann kümmern wir uns mal um die Kardinalitäten. Ja, so ein Student, der kann in so einem, sagen wir mal, beziehen wir das mal auf ein Semester, da kann er ja irgendwie 0 bis n Vorlesungen besuchen. Ja, also im Normalfall, erstes Semester besuchen sie 6 Vorlesungen. Ja, aber wenn sie dann später im Praxissemester sind, sind sie ja gar nicht hier, da besuchen sie dann eben keine Vorlesungen. Das ist, dann ist immer noch ein gültiger Student. Er besucht halt dieses Semester keine Vorlesung. Umgekehrt ist es so, dass wenn so eine Vorlesung stattfinden soll, ja, man mindestens ein Student da sein muss, sind aber meistens mehrere. Ja. Gut. Auf der anderen Seite, bei dem Dozenten, wie sieht's da aus? Also so Dozent, machen wir hier mal den Pfeil hin, ja, sagen wir mal, der hält die Vorlesung. Ja, der Dozent hält die Vorlesung. Ja, wie viel Vorlesungen hält so ein Dozent? Na, sagen wir mal 0 bis n. Ja, kann mehrere halten, kann aber auch sein, dass er ein Forschungssemester hat, dann hält er eben in dem Semester gar keine. Ja, oder es hat eine besondere Funktion, ist Präsident, dann hält er in dem Semester auch keine. Und umgekehrt ist es so, dass so eine Vorlesung, sagen wir mal im Regelfall, von einem Dozenten gehalten wird. So, das wäre jetzt mal ein einfaches Datenmodell, ja, wo der Zusammenhang zwischen Studenten, Dozenten und Vorlesungen gezeigt wird. So, das waren jetzt die Relationstypen, mit denen man ja Verbindungen zwischen den Objekten beschreiben kann. Ja, also gibt dann eben später vom Relationstyp eine Instanz, die heißt Relation. Vom Objekttyp gibt es eine Instanz, die heißt Objekt und die stehen in Beziehung zueinander. Es gibt aber auch noch eine Beziehung zwischen den eigentlichen Objekttypen und die heißt Vererbung. Bei der Vererbung ist es so, dass eine Klasse also, oder so ein Objekttyp alle Eigenschaften der vererbten Klasse, also des vererbenden Objekttyps, übernimmt. Also von Hause aus hat. Nur deshalb nennt man es Vererben. Ja, in unserem Beispiel könnten wir das jetzt zum Beispiel benutzen, um zu sagen, naja, unsere
Dozenten und unsere Studenten haben ja beide Namen und Vornamen. Das liegt daran, dass das ja Personen sind. Und Personen haben halt eben einen Nachnamen und einen Vornamen. Und dann könnte man sagen, okay, dann sind halt eben Studenten und Dozenten, das sind alles Personen, also erbt der Objekttyp Student von dem Objekttyp Person und der Objekttyp Dozent eben auch. Und in dem Objekttyp Person legen wir dann die Attribute Vorname und Nachname an. Da können wir dann auch schon Methoden anlegen. Alles, was in diesem Objekttyp Person jetzt angelegt ist, gibt es dann später auch in dem Objekttyp Student oder in dem Fall oder in dem anderen Fall eben auch in dem Objekttyp Lecturer. Das geht sogar noch ein Stück weiter. Das ist nämlich dann so, dass wir später zur Laufzeit wirklich sagen können, alle Studenten sind Personen, ja, und alle Dozenten sind auch Personen. Das heißt, wenn Sie einen Algorithmus implementiert haben, der zum Beispiel Personen sortiert, ja, dann kann dieser Algorithmus von alleine, ja, ohne dass wir was dran ändern müssen, auch Studenten sortieren. Denn Studenten sind ja Personen. Ja. Das heißt also, das ist wirklich eine Vererbung im Sinne von, der hat nicht nur alle Attribute übernommen, sondern der ist auch von diesem Typ. Das funktioniert auch doppelt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ein Auto, ja, ist zum einen ein Fahrzeug, ja, das hat ein Gewicht und eine Geschwindigkeit und Start-Stopp, wie wir es eben bei dem Porsche schon gesehen haben. Und es ist aber auch ein Gadget. Also da kann man ja jetzt irgendwie mit angeben oder hat irgendwie einen Spaßfaktor. Ja. Das heißt also, ein Auto wäre jetzt sowohl ein Gadget als auch ein Vehikel in unserem Beispiel. Ja. Das funktioniert. Es geht also auch in diese Richtung. Schauen wir uns also jetzt nochmal unser Beispiel von eben an. Also zunächst würden wir das mal so überarbeiten, dass wir sagen, ja, wir führen jetzt noch einen zusätzlichen Objekttyp ein, nämlich die Person. So. Und diese Personen haben jetzt mal einen Namen. Das ist ein String. Und einen Vornamen. Auch ein String. So. Und jetzt können wir ja hier in dem Dozenten und in dem Studenten, wenn wir jetzt gleich sagen, ja, alle Dozenten sind Personen. Und die Personen haben von Hause aus Namen und Vornamen und alle Studenten sind Personen, die auch von Hause aus Namen und Vorname haben. Ja, dann erben wir also quasi jetzt mal hier, ja, das ist ja dieser weiße Pfeil, erben wir also alle Eigenschaften von Personen, ja, in den Dozenten rein und eben auch in den Studenten. Das heißt also, wir brauchen jetzt nicht mehr hier oder da Name und Vorname deklarieren. Ja, die sind auf jeden Fall immer da, ne? Weil eben hier oben diese Beziehung zu dem Objekttyp Person besteht. So, jetzt wollen wir mal unseren Bruch, also den Objekttyp Bruch, nach Java übertragen. Und in Java heißen die Objekttypen Klassen. Wenn Sie also hier draufklicken mit der rechten Maustaste, sagen Sie New. Dann wählen Sie hier mal Class aus. So, die nennen wir jetzt mal Bruch. Ja. Und dann drücken wir mal Finish. Was dann erscheint, das kennen wir schon. Erscheint jetzt also hier Public Class Bruch. Und dann wird hier noch ein bisschen was reingeneriert. Das kennen wir auch schon. Das ist das Hauptprogramm. Ne? Das brauchen wir jetzt mal nicht. Machen wir das mal wieder weg. Wenn wir nachher eins brauchen, können wir uns noch eins generieren. So, was wir sehen ist Public Class Bruch und dann haben wir hier diese geschweiften Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Das kennen Sie immer, wenn irgendwie diese beiden Klammernpaare auftauchen, ist das ein Block. So, und in diesen Block rein kann ich jetzt einfach Variablen deklarieren. Es sieht aus wie Variablendeklarationen, sind aber gar nicht die Variablen, sondern eben die Attribute. Schreiben wir mal rein. Int Zähler. Auch hier wieder. Nächste, Int Nenner. Jetzt haben wir also schon mal zwei Attribute für die Klasse Bruch. So, und wir hatten eben gesagt, eigentlich müssten die ja von außen sichtbar sein. Und dann müssen wir ein Public davor schreiben. Public Zähler und Public Nenner. Na, das heißt jetzt also, es gibt einen Bruch, eine Klasse Bruch, die
enthält einen Zähler und einen Nenner und beides sind Ganzzahlen. So, es sind also jetzt hier zwei Zahlen. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt können wir zwischen diese beiden geschweiften Klammern, können wir jetzt auch noch, ja, diese sieht aus wie eine Funktion, also was wir immer als Funktion hatten, also zum Beispiel das Unterprogramm GGT oder so, können wir auch noch da reinschreiben. Jetzt ist das aber ein Unterschied, denn das hier ist jetzt eine spezielle Methode. Das ist nämlich der sogenannte Konstruktor. Und Sie sehen schon, ich sage jetzt nicht mehr Funktion, sondern ich sage Methode. Also wenn Sie an so einem Objekt ein Verhalten implementieren wollen, dann implementieren Sie das im Prinzip so, wie wir bis jetzt Funktionen definiert haben, also den Algorithmus beschrieben haben. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wenn Sie einen Algorithmus beschreiben und da kommen zwei Zahlen rein, dann kommt, wenn Sie die beiden gleichen Zahlen reintun, immer das gleiche wieder raus. In dem Fall ist das anders, denn innerhalb dieser beiden geschweiften Klammern können alle Methoden, ja, auf die Attribute zugreifen. Ja. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich jetzt irgendwie da drin irgendwie einen Zähler hätte, meinetwegen, wie oft ist diese Methode aufgerufen worden, dann ist das Ergebnis eines solchen Methodenaufrufs nicht immer gleich. Also der Methodenaufruf, auch wenn er die gleichen Parameter bekommt, kann das Ergebnis auch davon abhängen, welchen Zustand die inneren Variablen haben. Also übertragen auf unser Beispiel von dem Auto. Ja, wenn das Auto, sagen wir mal, wir wollen 5% Verzögerung haben und das Auto fährt 100 km/h, dann ist die Endgeschwindigkeit danach 95 km/h. Ja, wenn wir aber 200 fahren, dann ist die Endgeschwindigkeit eben 190 km/h. Ja, das heißt also, wir haben ja noch einen inneren Zustand zu berücksichtigen von dem Objekt. Das heißt, der kann Einfluss auf den Rückgabewert haben. Gut, hier haben wir jetzt eine ganz spezielle Methode. Ja, Sie sehen es, die ist public und dann würde ja eigentlich hier an der Stelle der Rückgabetyp stehen. Ne? Und dann steht jetzt aber einfach nur Bruch und der heißt jetzt genauso wie der Typ. Ja, das ist ein sogenannter Konstruktor. Der wird aufgerufen, wenn das Objekt instanziert wird. Also der hat im Prinzip die Aufgabe, das Objekt in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Also in einen Zustand, wo man es benutzen kann. In unserem Fall müssten Zähler und Nenner irgendwie gesetzt werden. Ja? Damit der Bruch quasi benutzbar ist. Und deshalb bekommt hier unser Konstruktor zwei Parameter, nämlich einen Int-Zähler und einen Int-Nenner, also zwei Ganzzahlen. Und die werden jetzt einfach hier den internen Variablen, also den Attributen zugewiesen. Ja, ganz wichtig, also das hier ist der Parameterzähler und dieser Parameterzähler, also der Inhalt, wird jetzt dem Attributzähler zugeordnet. Ja, der Parameter-Nenner wird hier mit der Wert von Nenner dem Attributnenner zugeordnet. So, und jetzt ist ja hier die Methode zu Ende. So, und das hatten wir bis jetzt immer so. Alle Variablen und alle Parameter hören auf zu existieren, wenn die Methode zu Ende ist. Ja, was jetzt aber stehen bleibt, sind die Attribute. Ja, das sind also im Prinzip Variablen, die das Objekt ein Leben lang mit sich rumschleppt. So. Wie komme ich jetzt zu so einem Objekt? Dazu habe ich jetzt einfach mal hier eine Methode clone definiert, denn wenn wir da reinschauen, sehen wir ja, die muss ja jetzt einen neuen Bruch erzeugen. Also die ist public und gibt zurück einen Bruch. Sie sehen jetzt, dadurch, dass ich jetzt Objekttypen habe, kann ich die im Prinzip benutzen wie die primitiven Typen, die wir bis jetzt benutzt haben. Also wenn ich gesagt habe, GGT, der Rückgabetyp ist eine Ganzzahl, ja, konnte ich ja einfach hinschreiben, int GGT, Klammer auf, Klammer zu. Hier in unserem Fall sagen wir jetzt einfach, der Rückgabewert von clone, ja, an der Klasse Bruch, soll wieder ein Bruch sein. Gut, und wenn ich den jetzt clone, dann brauche ich von außen keine zusätzliche Information, also brauche also keine Parameter, denn ja, wenn ich ein Drittel clone, soll ja wieder ein Drittel rauskommen. Das heißt also, alles, was ich an Informationen brauche, steckt hier schon in diesen beiden Attributen drin. Also, dann schauen wir mal rein. Also wir instanziieren jetzt hier eine Variable vom Typ Bruch und die heißt Result. Die ist in dem Fall jetzt noch leer. Ähnlich wie bei den Arrays brauchen wir jetzt den New Operator. Das heißt also, Result gleich New Bruch. Das heißt hier soll also ein neues Objekt vom Typ Bruch angelegt werden und es soll in der Variable Result gespeichert werden. Wie Sie sehen,
übergebe ich jetzt hier zwei Parameter. Das sind ja im Prinzip, was hier aufgerufen wird, ist wieder dieser Konstruktor, den wir uns eben schon angesehen haben. Also hinter diesem new-Operator gebe ich jetzt in einer runden Klammer die Parameter an und die Parameter sind genau das, was der Konstruktor an Parametern bekommen muss. Und das wäre jetzt mein Zähler und mein Nenner, sollen ja auch der Zähler und der Nenner des anderen werden. Und damit deshalb übergebe ich die hier. Also wieder Zugriff, this.zähler ist also mein Attribut Zähler, soll hier als Parameter Zähler übergeben werden. Der Parameter Zähler wird im neuen Bruch auf dessen Attribut Zähler gesetzt und am Ende müsste ja dann der Result-Bruch genauso aussehen wie der Ausgangsbruch. Und dann gebe ich den einfach hier mit Return Result zurück. So, wir haben es eben schon gesehen, wir haben immer Public davor geschrieben. Das ist ja das Zeichen dafür, dass man von außen auf eine Methode zugreifen kann. Jetzt schauen wir uns mal so eine Methode Kürzen zum Beispiel an. Auch Kürzen braucht wieder keine Parameter, weil alles, was ich zum Kürzen brauche, ist ja im Bruch drin. Also 2/4, wenn ich das kürze, dann weiß ja 2/4 kennt den Nenner und kennt seinen eigenen Zähler. Ja, dann brauche ich zum Kürzen also nur noch rechnen. Was brauche ich zum Kürzen? Zum Kürzen teile ich den Zähler und den Nenner durch ihren gemeinsamen größten gemeinsamen Teiler, also den GGT. Das heißt also, muss ich ausrechnen, dazu habe ich mir hier eine Variable definiert, GGT, und der Variable den Rückgabewert der Funktion GGT zugewiesen, also Methode GGT, und der übergebe ich meinen Zähler und meinen Nenner. Das sind jetzt hier die Attribute, Sie sehen, da brauche ich auch nicht sys davor schreiben, die sind hier komplett zugänglich. Im nächsten Schritt sage ich dann, okay, der Zähler sei der Zähler geteilt durch den GGT und der Nenner sei der Nenner geteilt durch den GGT. Das heißt, den Wert des Bruches habe ich nicht verändert, aber eben seine Darstellungsform. Und dann brauche ich auch nichts zurückgeben, denn Rückgabetyp ist void. Ich ändere ja quasi nur die innere Darstellung des Objektes. Und jetzt schauen wir mal eben hier runter. Sie sehen hier, ich möchte jetzt, dass diese Methode GGT nicht von außen aufgerufen werden kann. Denn könnte ja sein, dass Sie irgendwann auf die Idee kommen und sagen, nee, ich kürze meine Brüche jetzt anders, ich habe eine andere Idee, wie ich Brüche kürze. Dann schmeißen Sie Methode GGT ja wieder raus aus Ihrer Implementierung. Ja. Jeder, der dann aber sich darauf verlässt, dass ein Bruch eine GGT-Methode mitbringt, der hat natürlich dann ein Problem. Deshalb versucht man natürlich möglichst nur über die Schnittstelle nach außen verfügbar zu machen, was auch tatsächlich immer verfügbar sein wird. Und das ist ja bei dem GGT eben nicht notwendig. Ja. Der GGT wird ja hier nur als Hilfsfunktion benutzt. Wenn irgendjemand mal eine Idee hat, wie er es anders macht, dann schmeißt er den halt wieder raus. Und das hier ist im Prinzip dann wieder unser normaler GGT. Ich habe hier einfach Punkt hingemacht, so wie wir den auch schon implementiert haben. Ja, der bekommt also hier diese zwei Zahlen, in unserem Fall Zähler und Nenner. Und ich habe jetzt hier mal Return 0 reingeschrieben. Da muss natürlich dann der GGT rein, so wie Sie ihn in der letzten Woche entwickelt haben. So, und Sie haben es eben schon gesehen, man kann jetzt diesen Methoden Parameter übergeben. Ja, wenn ich jetzt also quasi zwei Brüche addiere und sage, ich möchte zu einem Bruch, der ein Drittel ist, den Bruch zwei Drittel hinzu addieren, ja, dann könnte man es so machen, dass man sagt, naja, ich brauche einen anderen Bruch und addiere ihn zu dieser Instanz vom Objekt Bruch hinzu. Und das würde dann so aussehen. Zurückgeben tut es nichts, denn es verändert ja nur die innere Darstellung des Bruches. Es heißt add und es kriegt als Parameter eben diesen anderen Bruch. Ja gut, und addiert werden Brüche ja, indem man sie auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Der gemeinsame Nenner könnte im Extremfall das Produkt der beiden Nenner sein. Das funktioniert auf jeden Fall. Und wenn ich dann den Bruch selber mit dem Nenner des anderen Bruchs erweitern, dann muss ich hier oben Zähler mal den Nenner des anderen Bruchs plus den Zähler des anderen Bruchs mal meinen eigenen Nenner nehmen. Die Summe daraus müsste ja dann den neuen Zähler ergeben, wenn der neue Nenner eben das Produkt der beiden Nenner sein soll. Gut, der ist dann natürlich in der Form noch nicht gekürzt, klar, aber er ist mathematisch richtig, es ist dann die Summe, also das Ergebnis der Addition. Man könnte es auch anders machen, dass man sagt, okay, ich möchte das Ergebnis gar nicht in dem aktuellen Bruch speichern, sondern ich möchte einen neuen Bruch haben. Ich möchte, dass der neue Bruch quasi die Summe enthält. Das heißt, wenn ich also an einem Bruch, also hier in der Klasse Bruch, zum Beispiel so eine Methode createAdd einbaue,
Dann gibt die zurück einen Bruch, bekommt einen anderen Bruch als Parameter und die beiden Brüche werden jetzt, also der Bruch selber und der andere Bruch, miteinander verrechnet. Das hier ist wieder der Ausdruck für den Zähler und das hier unten ist der Ausdruck für den Nenner. Und die übergebe ich jetzt einfach dem Konstruktor. Wir erinnern uns, der Konstruktor bekommt hier einen Zähler und einen Nenner. Ja, und hinter dem New-Operator hier in den runden Klammern stehen ja die beiden Parameter für den Konstruktor. Das heißt also, wenn ich hier den Ausdruck übergebe für den Zähler und hier den Ausdruck für den Nenner, dann wird erstmal der Zähler ausgerechnet, dann wird der Nenner ausgerechnet, dann werden die beide als Parameter an den Konstruktor übergeben. Ja? Das heißt, der neue Bruch, der hier instanziert wird, hat dann oder enthält dann das Ergebnis der Addition des Bruches und des anderen Bruches. Ja, und den gebe ich dann einfach zurück. Man könnte natürlich auch eine Methode schreiben, die jetzt eine Summe erzeugt aus zwei gegebenen Brüchen. Und die wäre dann auch static, denn die würde ja im Prinzip überhaupt nicht mehr mit den eigenen Attributen arbeiten, sondern die würde ja einfach zwei Brüche als Parameter bekommen. Ich habe die jetzt mal hier Bruch A und Bruch B genannt. So, und die werden jetzt auch miteinander verrechnet. Ich erzeuge wieder einen neuen Bruch, einen New-Operator. Dann die runden Klammern. Der erste Parameter ist der Zähler. Der zweite Parameter ist der Nenner. Das heißt also hier Zähler mal vom Bruch B mal den Nenner vom Bruch A. Das heißt Bruch B mit dem Nenner von Bruch A erweitert. Dann das gleiche nochmal für den Zähler von Bruch A mit dem Nenner von Bruch B. Das ergibt ja dann unseren neuen Zähler und unten haben wir dann eben beide Brüche jeweils mit dem Nenner des anderen erweitert. Da muss der neue Nenner das Produkt sein. Gut, das Ganze wieder übergeben an den Konstruktor von Bruch und dann kommt ja wieder hier ein normaler Bruch raus und den gebe ich auch gleich zurück. So, jetzt haben wir ja den Bruch mit seinen Attributen komplett beschrieben. Jetzt hatten wir ja bei diesem Dreiklang Student, Dozent und Person die Vererbung eingeführt. Das geht in Java auch. Fangen wir mal an mit einer einfachen Klasse Person. Sie sehen hier, Klasse heißt Person. Sie hat zwei Attribute, nämlich eine Zeichenkette Vorname und eine Zeichenkette Nachname. Sie hat einen Konstruktor, das werden also erstmal Nachname und Vorname belegt. Und sie hat eine Methode, ich habe die jetzt mal getFullName genannt, die gibt zurück das Zusammensetzen des Vornamen und des Nachnamen mit einem Leerzeichen dazwischen. Also wenn jetzt der hier irgendwie Knut und Hansen drin steht, dann gibt es hier zurück Knut, Leerzeichen, Hansen. So, und jetzt haben wir gesagt, der Student soll von Person erben. Naja, das kann er folgendermaßen tun. Sie schreiben einfach hier hinten, wenn Sie Public Class Student schreiben, einfach Extends Person dran. Also, das heißt, automatisch hat jeder Student, den es dann gibt, einen Vornamen und einen Nachnamen. Und hier haben wir gesagt, gibt es noch zusätzliche Matrikelnummer und zum Beispiel so eine Rechenzentrumskennung. Das wären halt zusätzliche Attribute. Die hat jetzt nicht jede Person, sondern nur jeder Student. Der Konstruktor sieht jetzt wieder ähnlich aus. Es gibt also hier einen Übergabeparameter für jedes Attribut. Und im Konstruktor rufe ich jetzt den Konstruktor von dem übergeordneten Typ auf. Der heißt Super und bekommt als Parameter Nachname und Vorname, weil Super ist in dem Fall ja die Person und deren Konstruktor bekommt Nachname und Vorname als Übergabeparameter. Das heißt also hier, dieses Super ist nichts anderes als ruf den Konstruktor von der übergeordneten Klasse auf und die ist Person. Gut, dann muss ich mir die beiden anderen Attribute natürlich auch noch merken, also den Matrikel und die Rechenzentrumskennung entsprechend aus den Parametern setzen. Und jetzt habe ich hier einfach mal die getStartSemester implementiert. Die gibt jetzt mal hier nichts zurück, einfach nur damit wir sie der Vollständigkeit halber drin haben. So, kommen wir zur Hausaufgabe. Sie bereiten jetzt bitte mal bis zum Plenum soweit vor, dass wir dann gemeinsam überlegen können, wie das alles aussehen muss. Also Sie erstellen in Eclipse ein neues Projekt, welches die Klasse Bruch enthält. Und das Hauptprogramm soll jetzt Zähler und Nenner einlesen, dann ein Objekt vom Typ Bruch instanziieren, diesen Bruch kürzen und den Bruch ausgeben.
Ja, also den Bruch kürzen soll man natürlich mit einer internen Methode machen, also mit einer Methode an dem Objekttyp Bruch, den wir dann quasi in der Klasse Bruch implementieren. So, und dazu erweitern Sie bitte dann auch den Bruch, den wir hier im Wesentlichen schon gesehen haben, um eine Methode toString, die dann nichts anderes tut, als eine Zeichenkette zu erzeugen, die den Bruch darstellt, ne? Also ein Drittel, dann würde es da stehen 1/3 in dem Bruch enthalten sein. Dann erweitern Sie dieses Programm so, dass nach dem Kürzen ein zweiter Bruch eingelesen wird und zum ersten addiert wird. Hier kann man sich überlegen, ob man vielleicht sogar noch ein Unterprogramm schreibt, also eine weitere Funktion, die nichts anderes tut, als Brüche einzulesen. So. Und das Ergebnis geben Sie dann aus, allerdings gekürzt, ne? Also rufen Sie vorher die Kürzenmethode an dem Bruch auf und geben den dann erst aus. Als zweites Projekt erstellen Sie mal ein Projekt, das die Person, den Student und den Lecturer enthält, ja, entsprechend der des Datenmodells, was Sie hier im Foliensatz finden. Ja. Also es soll erstmal eine Anzahl der Studenten abfragen, dann ein entsprechendes Feld voller Studenten anlegen, dann jeweils Vor- und Nachname abfragen, dann das Objekt jeweils anlegen und im Feld abspeichern und das Feld anschließend ausgeben. Dazu erweitern Sie die Person um die Methode getFullName. Ja, die ist ja schon, steht ja hier im Foliensatz auch schon drin. Und da ja jeder Student eine Person ist, können Sie an den, wenn Sie einen Student angelegt haben, an diesem Objekt auch die Methode getFullName aufrufen. Und die gibt dann eben Name und Vorname zusammengesetzt zurück. So, und für die nächsten Wochen als Hausaufgabe gibt es noch eine kleine Projektaufgabe. Wir wollen uns noch ein bisschen tiefer mit den Brüchen beschäftigen. Also Sie entwerfen eine Klasse Bruch, die Brüche repräsentiert, also im Wesentlichen das, was wir gerade gemacht haben. Jeder Bruch enthält einen Zähler und einen Nenner. Und parallel dazu erstellen Sie eine Klasse, die diese Bruchklasse testet. Ja, also ich habe die jetzt hier mal Bruchtest genannt, sollten Sie auch so machen. Und jedes Mal, wenn Sie eine neue Methode in die Klasse Bruch eingefügt haben, ja, dann bauen Sie in die Bruchtest eine entsprechende Methode ein, die diese Methode testet. Also wenn Sie sagen, ich habe die Methode add addiert, dann gibt es eine Methode, die die Methode add testet. Die legt halt zwei Brüche an und addiert die und dann schauen Sie sich ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. So, überlegen wir uns vorher, überlegen sich vorher, welche Informationen innerhalb der Klasse abgespeichert werden müssen. Da haben wir ja schon drüber überlegt. Dann entwerfen Sie mal einen parameterlosen Konstruktor, also einen, der keine Parameter bekommt und da trotzdem alle Elemente initialisiert, also der Nenner muss 1 sein, der Zähler 0, ne, so dass 0 Eintel, ja, 0 Nullel ist ja nicht definiert. Und dann entwerfen Sie nochmal einen Konstruktor, der alle Parameter übergeben bekommt, um die internen Attribute zu setzen. So, dann entwerfen Sie eine Methode Output, die den Bruch in dem Format Zähler-Nenner auf dem Bildschirm ausgibt. Ja, und dann testen Sie den Konstruktor und die Output-Methode, indem Sie verschiedene initialisierte Objekte erzeugen und deren Inhalt auf dem Bildschirm ausgeben lassen. So, dann soll dieser Bruch ein paar Methoden enthalten, Operationen. Und das Ergebnis einer solchen Operation soll immer in der aktuellen Instanz gespeichert sein, ne? So wie wir das bei dem Add auch gemacht haben in dem Beispiel. Also wenn ich zu einem Drittel zwei Drittel dazu addiere, dann ist in dem Bruch dann eben die 1 drin. So, und dann sollten Sie genau überlegen, wie viele Übergabeparameter Sie jeweils brauchen und welchen Rückgabetyp das hat. Gut, Methoden, die wir implementieren wollen, ist einmal Addition. Haben wir ja hier schon im Foliensatz drin. Subtraktion müsste analog funktionieren. Multiplikation mit einem anderen Bruch, die Division durch einen anderen Bruch, ne, also im Kehrwert mal nehmen im Prinzip. Und das Quadrieren eines Bruchs. Da überlegen Sie immer mal, was brauche ich überhaupt für Informationen von außen? Das sind Ihre Parameter. Und welche Informationen habe ich schon in dem Bruch, in dessen Attributen drin? So, dann Reduce, kürzt den Bruch. Ne, das ist das Kürzen, das hatten wir auch schon hier drin. Dann eine Zerlegung des Bruches in seine Stammbrüche, in die Stammbrüche, Stammbruch,
ist ja mal dann ein Drittel, ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Dann eine Methode, die den echten Wert des Bruches berechnet. Also ein Drittel könnte ich ja auch als Dezimalzahl schreiben. Das wäre ja dann als Rückgabetyp ein Float oder ein Double. Dann möchte ich gerne noch haben zwei Methoden, die den Zähler und den Nenner des aktuellen Bruchs auf neue Werte setzen. Also Set mit zwei Parametern, einem Zähler und Nenner, und die dann eben in den Bruch setzen. Und eine Methode Set, die dann entsprechend die Werte in dem Bruch auf die Werte eines übergebenen, also eines anderen Bruches setzt. So, und die drei Aufgaben bereiten Sie bitte so weit vor, dass wir dann im Plenum offene Fragen klären können und Sie dann entsprechend die alleine bearbeiten können, nachdem wir die geklärt haben.